Moin moin zusammen, mein Name ist Exlus und das hier ist der Destiny-Log Nummer 9 vom 3.11.2017. Bei Xur könnt ihr euch heute die Graviton-Lanze kaufen, für den Jäger gibt's Ahamkaras Rückgrat, für den Titan die Maske des Stillen und der Warlock kann sich über Netzaraks Sünden freuen. Die vergangene Woche stand ja ganz im Zeichen des kommenden DLCs Fluch des Usiris. Es gab einen Trailer, also halt praktisch eine Cutscene, was wohl den DLC sozusagen eröffnen wird. Und da hat man den Warlock schon selbst gesehen. Und das Ganze spielt halt auf Merkur, war ja bereits angekündigt, sind ja schon sehr viele Informationen vorab geleakt worden und auch bestätigt worden im Nachhinein von Bungie selbst. Aber ist mal schön, jetzt das Ganze auch wirklich so in Bewegung zu sehen. Man sieht die Vex als Gegner. Das Ganze wird relativ viel mit Zeitreisen auch zu tun haben. Interessant ist auch zu sehen, der Leuchtturm ist ja als Social Space jetzt verfügbar. Und es gibt halt so zwei Bilder, wo man halt praktisch so einen, ich sag mal, diesen Leuchtturm normal sieht, wo noch alles so in Ordnung scheint. Und so eine düstere Version, wo alles irgendwie kaputt ist. Sieht relativ spannend aus. In dem Trailer selbst sieht man auch noch, wie zum Beispiel im Hintergrund auf den Stufen, wo die ganzen Vex da runterkommen, wo der Warlock da so am Rutschen ist hinter die Deckung, da steht oben ein Hüter, der bewegt sich nicht. Also der ist praktisch so in der Zeit eingefroren und auch einige von diesen Laserschüssen, sag ich mal, sind einfach so in der Luft und schweben dort. Also ich könnte mir das optisch schon ziemlich gut vorstellen, wie das Ganze so dann aussieht. Also halt viel mit irgendwie eingefrorenen Sachen in der Zeit und so. Und es gibt ja einiges an Informationen, was jetzt rausgekommen ist. Ich werde unten im Video nochmal einen Link praktisch posten, wo ihr den ganzen Artikel sehen könnt von mein MMO. Da ist es sehr schön aufgelistet. Die wichtigsten Sachen würde ich allerdings sagen, für mich ist auf jeden Fall, interessanterweise steigt dieses Mal das Charakterlevel. Vorher war es ja immer nur das Lichtlevel, was erhöht wurde, war ja auch eigentlich schon klar, weil es ist ja im aktuellen Spiel schon von 350 die Rede, wenn man Waffen infodiert. Aber jetzt steht, Charakterlevel steigt auf 25, das heißt 5 weitere normale Level kommen sogar hinzu. Finde ich sehr spannend. Könnte natürlich auch bedeuten, weil wozu soll man Charakterlevel aufsteigen, wenn es nicht auch neue Fähigkeiten gibt? Weil dann vielleicht gibt es noch einen dritten Skilltree sozusagen. Wäre sehr, sehr cool, wird auch noch genug Platz auf dem aktuellen, ja, auf der aktuellen Übersicht bieten. Also vielleicht machen sie da noch was, weil wofür brauche ich sonst noch 5 Charakterlevel? Neben dem erwarteten Content wie Strikes, Missionen, Story, Abenteuer, Waffen, Rüstung etc. ist interessanterweise auch von Raid-Content die Rede. Da ist jetzt noch nicht ganz klar, ist es ein neuer Raid, ist es ein alter Raid oder ist es halt vielleicht eine Erweiterung vom jetzigen aktuellen Raid, also vom Leviathan Raid. Da gibt es ja auch noch ein paar Räume und Türen und wie auch immer, die nicht zugänglich sind. Kann man jetzt drüber spekulieren, eine definitive Aussage ist noch nicht getroffen worden. Die Information ist auch nicht ganz so offiziell, glaube ich, rausgekommen. Es war halt auf der Activision-Seite gelistet, es war aber sonst nie irgendwie davon die Rede. Ich bin gespannt, was rauskommt. Wäre natürlich cool, wenn sie irgendwie über die Zeitreise-Thematik irgendwie die alten Raids sinnvoll einbauen könnten. Da hätte man noch ein bisschen mehr Auswahl. Gerade den Taken King Raid fand ich natürlich mit am geilsten, muss ich ehrlich sagen, ist immer noch mein Favorit. Wird vielleicht schwierig, das sinnvoll irgendwie einzubauen. Aber hey, vielleicht kriegen sie es irgendwie hin. Coole Sache wäre es auf jeden Fall. Zum DLC selber wird es auch 3 Livestreams von Bungie geben. Und der erste startet am 15. November und handelt einfach so von der Story, von den Charakteren etc. Der zweite findet am 21. November statt. Da werden die neuen Aktivitäten vorgestellt. Und der dritte geht vor allem um Gear, Ausrüstung etc. Und der findet am 29. November statt. Als nächstes stehen wieder mal die Gruppenkämpfe in Destiny 2 an. Die werden in den nächsten Wochen irgendwann wieder ihren Weg ins Spiel finden. Ich schätze mal, eigentlich, wenn sie es jetzt schon ankündigen, vielleicht schon nächste Woche, vielleicht auch erst übernächste. Mal schauen. Es gibt allerdings auch ein paar Änderungen. Strikes gibt es nun Gruppentoken zwischen 5 und 9. Vorher waren es zwischen 3 und 7. Und in der Dämmerung kann man sogar 10 bis 18 bekommen. Durch den Abschluss von heroischen öffentlichen Events bekommt man jetzt nur noch 5. Vorher waren es 8. Und das Zerstören von Feindesressourcen, also da, wo man ja unten da auf Titan relativ easy das Ganze farmen konnte, das gibt keine Token mehr. Durch das Öffnen von Truhen bekommt man 3 Token. Bei den Fraktionen selbst gibt es natürlich wieder allerhand Rüstungen und Waffen. Und natürlich auch wieder die Waffen, die nur freigeschaltet werden zum Kauf, wenn die entsprechende Fraktion gewinnt. Das ist dieses Mal bei der Monarchie ein sehr, sehr schickes Schwert. Beim Kriegskult der Zukunft gibt es ein Fusionsgewehr und beim Toten Orbit gibt es einen Granatwerfer als Belohnung. Jede Fraktion kann diese Waffe kaufen, also praktisch, wenn ihr euch jetzt beim Toten Orbit anschließt und hoffentlich die neue Monarchie gewinnt, diesmal mit dem schönen Schwert, könnt ihr trotzdem das Schwert kaufen, es kostet euch einfach mehr. Also die Gewinnerfraktion, alle die sich der angeschlossen haben, zahlen dafür nur 1000 Glimmer, wenn es noch so ist wie beim letzten Mal, alle anderen zahlen 50.000. Also ich meine, Glimmer spielt ja eigentlich keine Rolle in Destiny 2, das kriegt man ja so schnell zusammengefahren. Von daher hoffe ich wirklich, dass es das Schwert diesmal ist. Ich bin sehr gespannt.
Der bürokratische Gang wurde nun endlich gefixt und daher findet auch wie gewohnt das Event Trials of the Nine heute Abend statt, ab 19 Uhr das Ganze. Ich freue mich drauf, spielt es das erste Mal jetzt, verabschiede mich damit auch ins Wochenende. Am Dienstag gibt es wieder Kates Schatztruhen und den nächsten Log gibt es am Freitag zur gewohnten Zeit. Bis dahin macht's gut und haut rein.